Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einem neuen Replay hier in dieser sommerlichen Stimmung mit dieser Inseltarnung, wie man sie gemeinhin nennt und kennt. Natürlich inspiriert von der originalen Inseltarnung, die auch die Atlanta bekommen hat, wo auch Palmen und Surfboards in einer, ja man kann sagen, fast nicht Tarnung querstrich Camo die Oberfläche des Schiffs ziert, sondern es ist schon fast eine Veränderung der Hülle, weil es ist auch Sand an Deck und so weiter und so fort. Ne? Also das passt stimmungsvoll. Das hier ist der günstiger kreierte Abklatsch, also wirklich nur eine Tarnung, die hier diese sommerliche Atmosphäre in dieser winterlichen Umgebung suggeriert. Hier im Bild seht ihr den Sommerpelz, kann man sagen. Der Brindisi, Stufe 9 italienischer Kreuzer, Schwerkreuzer wohlgemerkt, mit den herausstechenden Merkmalen der SAP-Munition auf 203 mm, 5200 Höchstschaden, 17,1 km Reichweite. Wenn Sansonetti drauf ist, werden wir das nach dem ersten Kill sehen. Bei den meisten Replays ist tatsächlich Sansonetti drauf, aber es gibt einfach zu wenig Sansonetti für zu viele italienische Schiffe, die davon profitieren würden. Quasi alle. Dementsprechend lassen wir uns überraschen. Der zweite Punkt, der noch hervorzuheben ist, neben den ganzen Boni der SAP-Munition, die, naja, weniger, hier sieht man es, haben 54 mm Panzerungsdurchschlagskraft, quasi so etwas wie bei HE auch angegeben, dafür bessere Winkel, nicht ganz wie bei HE ohne Abprallwinkel, aber in einem hohen Bereich, um die 70 Grad, muss nochmal nachschauen, 65 bis 75 oder so. Können auch 78 sein, weiß ich nicht mehr auswendig. Aber vom Standard 45 bis 60 Grad als Abprallwinkel weit genug entfernt, dass man einen deutlichen Unterschied merkt. Aber dazu gibt es hier auch noch den Abluftnebelerzeuger, der es uns ermöglicht, mit voller Fahrt, also hier mit den angestrebten knapp über 36 Knoten, Nebel zu zünden und dann zuzugehen. Was man allerdings beachten muss, und das wird vielen zum Verhängnis, ich kann es hier leider nicht einblenden, aber es gibt das Feuern, also die Aufdeckungsreichweite bei Feuern der Hauptartilleriegeschütze im Nebel. Und da muss man schauen, es hilft nichts, wenn man auf 5 km dran ist und dann den Abluftnebelerzeuger zündet, um zuzugehen, aber gerade eben erst gefeuert hat oder vorhat noch zu feuern. Das hier ist ein rein defensives Mittel oder eines zum Angriffstorpedieren. Wir haben hier und eine schöne 10.000er Salve auf die Akizuki. Eine Salve, 9 Treffer, halbe Schiff weg. Das sind 3/4 Trefferchance, ne? 75%, das ist extrem. Ob wir den Kill kriegen, das hängt davon ab, ob die Asashi noch einmal schießt. Ja, und da haben wir den. Die Akizuki hat es aber noch geschafft, die Asashi zu detonieren. Ah, ich muss schon sagen, diese Detonationsmechanik super belohnend für alle Spieler. Der Spieler, der es schafft zu detonieren, der hat natürlich das vollkommen verdient. Das ist keine zufällige Mechanik. Hust, Hust, Sarkasmus, Detection. Und derjenige, der detoniert, der hat das natürlich auch verdient. Das fühlt sich für, wie gesagt, schon beide belohnend an. Das ist, ja, man sieht auch den Abtausch, den Schlagabtausch im Chat, der äußerst freundlich hier ist. Das sollte man mal erwähnen. Und während wir hier die ersten sehr schnellen Momente des Gefechts kommentieren, verpassen wir über 40.000 oder knapp 40.000 Schaden hier mit einer 16.000er Salve auf die North Carolina. Alles sitzt hier. Ne? 54 mm Penetration, das ist der goldene Wert, den man sich immer merken muss, wenn man hier die Brindisi spielt. Und generell der SAP-Penetrationswert, ein Wert, eine Konstante, die man während man italienischen Schiffe spielt, immer im Kopf haben muss. Das ist das Allerwichtigste. Es führt kein Weg dran vorbei. Das zeigt an, auf welche Teile von welchen Schiffen man am besten schießt. Gut, jetzt hier auf ein amerikanisches Schlachtschiff, das bei 32 mm rundherum gepanzert ist, da gibt es zum Großteil immer Penetrationen. Aber wenn wir zu anderen Schiffen kommen, die 51 mm Teile haben, da geht es auch noch. Wenn wir zu anderen Schiffen kommen, die bei Türmen etc. höher die Penetration haben. Also als Beispiel Turm ausschießen mit der SAP kaum möglich, außer bei Kleinstschiffen wie DDs und da ist relativ uninteressant, da machen wir überall Penetration. Da muss AP verwendet sein. Wo ist zum Beispiel noch im Panzergürtel eine höhere Panzerung vorhanden? Also Zitadellen schießen? Ja, nein, eher weniger. Da nimmt man immer AP. Aber hier auf dieser Entfernung, in sicherer Distanz,
Unter Anführungszeichen sicher, man wird immer beschossen. Machen wir schon in den ersten 5 Minuten 55.000 und das mit einer, ja, was soll man sagen, sehr schnellen Kadenz. Gefühlt 15,7 Sekunden. Man darf nicht vergessen, das ist hier auch ein Arms Race. Das bedeutet, diese Gefechte, und da ist rechts, ja, wollte gerade sagen, hier auf weiter rechts ist die Lightning auf 10 Kilometer. Das könnte auch noch unser guter Schuss hier sein. Jetzt zeigt sie breit und jetzt wird richtig drauf gehen. Nein, sie dreht wieder nach links, aber. Ja. Hat sie den Tanz des Todes aufgeführt. Arsch wackeln und mit dem Kopf durchtauchen. Aber ja, das hat dann dennoch nicht gereicht. Die Groningen hat es erledigt. Oder aber, ich würde sagen, ne, Wettrüsten können die Gefechte sein, die sehr lange dauern oder aber sehr schnell vorbei sind. Man sieht es auch hier schon. Das sind jetzt in der 6. Minute 5 Schiffe von uns, 4 Schiffe vom Gegner. Dabei so viele DDs verloren. Dass es kaum mehr ein sinnvolles Spielerlebnis werden kann, wenn einem Augen und Ohren genommen werden. Wir haben zum Glück noch einen Flugzeugträger, der das, ja, je nachdem, wie gut er gespielt wird, ausgleichen kann. Aber oft wird es dann ein Krampf. Gott sei Dank haben beide Teams ihre Augen und Ohren zumindest am Boden verloren. Ansonsten wäre es jetzt eher so ein Stand-off-Gefecht. Wer fährt nach vorne, wer macht den Fehler geworden. So, jetzt ein neuer Reload-Buff. 15,1 Sekunden runter. Der Rest war hier wahrscheinlich Adrenalinrausch, der uns den Vorteil mit der verkürzten Ladezeit verschafft hat. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Haben wir Sansonetti drauf? Ja, 20,6. Vorher, das muss Sansonetti sein hier, erhöhte Ladezeit. Und hier geht uns die Yorktown jetzt ans Leader. Das ist auch interessant. Wir sind auf dieser Seite der letzte verbleibende Gegenspieler. Das bedeutet, entweder zieht North Carolina und Iowa jetzt in die Mitte oder aber wir werden gejagt. Ja, beides ist auf einer ansprechenden Reichweite durchaus okay für uns. Ah, hab's, jetzt sehe ich es. Tom S. 1995 hat das Replay eingesendet. Schon wieder ein Fuso-Einsender. Ich habe nicht darauf geachtet. Jetzt tut mir leid. Vielen Dank fürs Einsenden. Was zum Teufel ist mit mir los? Ja, ich habe Brindisi gesehen, habe mir gedacht, diesen schönen italienischen Kreuzer, dieser schnittigen, mit Tomate, Mozzarella, Tarnung an Deck auf Bug und Heck. So etwas hatte ich schon lange nicht mehr. Warum nicht einmal reinwerfen? Dann habe ich gemerkt, als das gestartet ist, dass es ein Arms Race ist, also ein Wettrüsten. Und ja, da sieht man ja auch den Sansonetti-Skill. Nein, das zahlenmäßig unterlegen hat. Schön wäre es gewesen, wenn Sansonetti hier auch angezeigt wird. Naja, absolut wild. Aber es ist praktisch, dass Wargaming das angibt. Jetzt sind wir reingefahren hier Richtung Kearsarge und Takahashi mit der Groningen zusammen. Es ist jetzt nicht mehr mehr, sondern ist ausgeglichen. Das nimmt uns quasi hier diese numerische Unterlegenheit und damit den skillmäßigen Vorteil. Ja, mit skillmäßigen meine ich den des Kapitänsskills. Ja. Und ihr seht schon, 102.000 in den ersten 8 Minuten und das Gefecht, boah, meiner Einschätzung nach ist die Dauer des Gefechts, die vergangen ist, weit größer als die Gefechtsdauer, die verbleibt. Das bedeutet, wir werden jetzt keine 5 Minuten mehr haben in diesem Gefecht. Wenn es so weitergeht mit dem großen Sterben, dann war es das. Man sieht, Wukong, Takahashi und Kearsarge sind alle auf einer Ebene hier. Die Salmon wird noch gejagt, da wird die Hornet unterstützt. Oh Gott, und wir haben Doppel-CV. Wir haben Hornet und Popeda und Yorktown und Enter. Was ist das für ein Spiel? Ich weiß, Stufe 8 können Doppel-CV sein. Das ist möglich, von Wargaming festgelegt. Stufe 10 aber nicht. Da muss aber einiges schiefgegangen sein. Da müssen wir dann im Endscreen auf die Uhrzeit schauen, dass das überhaupt... Das ist, wie selten ist das? Wann habt ihr den letzten Doppel-CV gehabt im Spiel? Also das ist bei mir... dieses Jahr mal nicht. Sagen wir so, dieses Jahr mal nicht. Und ich spiele doch immerhin fast 10 Stunden World of Warships jede Woche. Ist das viel? Das ist viel. Alter Schwede. Das ist viel. Ja, was soll man sagen? Ja, Minute 10. Lass es noch bis Minute 15 gehen. Man sieht es dann ziemlich gut.
Die restlichen, also die verbleibenden Schiffe des Gegners versammeln sich alle auf einem relativ begrenzten Bereich. Hier die Iowa, die werden wir jetzt abfarmen, danach die North Carolina. Das ist noch guter Schaden für uns. Und viel wird dann nicht mehr passieren. Stück für Stück werden sie rausgefokust, weil wir jetzt auch geschlossen nach Erledigung des U-Boots Richtung A fahren. Die Groningen wird hier das Cap halten. Die Edinburgh ist ein One-Shot. Die Iowa begeht den Fehler, gleich drauf zu gehen. Und Kaching. Oh, dann die nächste Salve. Und dann ist nur noch die North Carolina, die in schlechter Position ist. Da fahren wir ran. Und dann noch die Alsace. Es fehlt nicht an Burst Damage, aber es fehlt an konstantem Schaden. Also es fehlen ein paar Kreuzer hier, die immer wieder feuern können, wenn ein Schlachtschiff noch im Nachladen ist. Und da haben wir die North Carolina. Das wird dann auch unser Feind sein hier. Wunderbar. Torpedos dann dahin. Wir kiten wieder raus. Das ist das, was die Brindisi macht. Das ist das, wo sie gut ist. Und wir ziehen auch noch das Feuer der Alsace auf uns. Die 380er, wenn es mich nicht täuscht, der Alsace sind für uns dennoch gefährlich. Und darf man nicht vergessen. Aber die Streuung auf diese entfernen, da wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Jemand anders wird da beschossen. Wir sehen auch die Yorktown. Die fährt rein an die Insel. Möchte sich hier verstecken. Das ist schlau und auch gefährlich. Blau, weil somit die Abwurfzeiten und Landflugzeiten sehr gering sind und somit größerer Schaden möglich ist. Da die 11.000er Salve, die 9.000er Salve, die 10.000er Salve. Peng, da hat der Flugzeugträger einmal abgelassen. Gar nicht die Kearsarge, wir haben ja quasi drei Flugzeugträger. Und da ist die letzte Salve, die Torpedos hätte man sich sparen können. Nächsten zwei Sekunden inklusive Flugzeit. Peng. Und das war's dann für die North Carolina. Außer wir haben schlecht geschossen und keine der Granaten kommt irgendwo hin, wo 50 mm Panzerung ist. Und das war nicht der Fall. Und so sind wir jetzt bei Minute 11.30. Okay. Gut, bis zu 15 haben wir. Dann dauert es nicht mehr bis zu 15. Wie schon gesagt, ab einer gewissen Trefferpunkteabnahme im Spiel erreicht es quasi die kritische Masse, könnte man sagen, ne? Wie man bei einer Atombombe sagt, man braucht so und so viel Uranium, um die kritische Masse zu erreichen, damit es explodiert. Oder braucht man das, ist der Sprengstoff dafür vorhanden? Ist ja egal. Jedenfalls ist es hier auch so im Spiel. Ab einer gewissen Abnahme von Trefferpunkten ist das kritische Maß für eine Aufrechterhaltung des Gefechts erreicht und überschritten. Und dann fällt es zusammen wie ein Kartenhaus, wo man die untersten zwei Karten rausnimmt auf den Seiten und dann... Und das war's. Und genauso ist es hier. Die vorher stabile Linie auf der 6er, 7er Linie zerfällt. Wobei war sie wirklich stabil mit einer Kearsarge in der Seite und uns als nadelstechende Hornisse in der Brindisi ebenfalls in der Seite. Die mittlerweile, ne, dank den ganzen Reload-Buffs hier, alle 10,6 Sekunden 4x3 203 mm SAP-Munition abfeuern kann. Inklusive, wenn wir genügend nah dran sind, auf 13,5 Kilometer, unsere langsamen, aber dennoch, wenn sie treffen, tödlichen Torpedos. Zudem der Spot, ne? Man kann sich nicht hinter einer Insel verstecken, wenn hinter der Insel auch eine Brindisi ist. Dann muss man aufhören schießen oder die Brindisi fährt näher ran. Und jetzt geht es der Yorktown, die ja den guten Gedanken hatte, ebenso von dieser Seite an den Kragen. Und kann man überhaupt davon sprechen, dass das funktioniert, wenn man 2,1 CVs im Gegnerteam hatte, die immer wieder unablässig mit den Flugzeugen aufdeckend über die ganze Karte fahren? Schwierig. Schwierig, schwierig. Ja. Ei. Sag mal, hatten wir vorher... Auch das Aufklärungsflugzeug draus und Sansonetti ist gar nicht drauf. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja. Da habe ich vorher nicht aufgepasst, ob das jetzt das zweite Aufklärungsflugzeug ist. Macht Sansonetti drauf, wenn hier kein Sansonetti drauf ist. Bringt immer Vorteile. Aber wie schon gesagt, es gibt zu wenig Sansonetti. Ob man den jetzt auf einen 9er drauf macht, ja. Wenn man die Linie gerade hochfährt, könnte man die mitnehmen, aber das Umlernen kostet unglaublich viel. Besser ist es. Ich würde mal sagen, wenn ihr eine Colombo mit Legendary-Modul spielen würdet und Sansonetti drauf macht, geiler Scheiß. Geht natürlich auch auf die Napoli oder auf die Venezia und so weiter. Also Sansonetti auf den hohen Stufen, auch praktisch für die DDs.
Die haben halt wenig Reichweite generell, aber bei den Kreuzern wahrscheinlich besser. Und da sehen wir Brindisi Farmrunde 2500 PSXP. Warum nur so wenig bei über 200.000 Schaden? Ich glaube, das ist jedem aufgefallen im Gefecht. Es gab viel an Schlachtschiffen, was sehr schön Breitseite gezeigt hat. 85.000 North Carolina. Kein Torpedotreffer, alles nur SAP. Iowa 79.000. Die Enterprise 24.000. Yorktown 7.000. 1.000 Real Sars. Das ist der schlechte Schaden, der gemacht worden ist. Aber nichtsdestotrotz der Schaden, der viel dazu beigetragen hat, dass wir hier diese hohe Zahl stehen haben. Der gute Schaden, Akatsuki. Schöner Treffer, 9.935. Und leider ist die Daring, wenn es mich nicht täuscht, da nicht mit dabei. Aber ein bisschen noch auf die Edinburgh, obwohl sie einen Abzug gegeben hat, weil nur Stufe 8. Und das ist auch der nächste Punkt. Wir sind hier Top-Tier gewesen und deswegen bekommen wir von der Wertung her nicht so viel wie vielleicht vergleichbar andere Schiffe. Und dass die Hornet hier so weit oben ist, nur Stufe 8, das ist schon sportlich mit 2323 an Basic Spe. Das ist schön. Edinburgh hier. Erster Platz, 1280, auch gut. Die wäre dann schlussendlich bei einem Sieg auf 1900 oder so gekommen. Und hier haben wir die Gewissheit, kein Sansonetti war drauf. Bruno Battaglia, wunderschöner Name übrigens, hier an dieser Stelle auch noch, mit diesen Skills. Ich sage Dankeschön fürs Einsenden und wir sehen uns dann wieder im nächsten Gefecht. Daumen nach oben und weitere Empfehlungen nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Oder dienstags, donnerstags und sonntags im Stream. Achtung, im 1. September. Da bin ich eine Woche nicht da. Da mache ich mal ein bisschen Pause.